Neues Glück, neue Location. Herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind mal wieder unterwegs, Lost Place Tour. Ja, und jetzt sind wir an einer bekannten Location, die eigentlich jeder mittlerweile kennt. Da war ein ganz bekannter YouTuber. Aber das Ding hier ist durch. Das ist einfach komplett durch. Guckt euch das an hier, das ist der Wahnsinn. Das ist so abgerockt. So abgerobbt hier, das ist unfassbar. Schaut euch das an. Krasser Scheiß, komplett durch die Bude. Und hier unser Karl ist wieder. Der Karl ist oben. Ich möchte wieder Foto von Spammy. Das ist ja komplett runter. Ich packe nicht mal mein Handy aus, um Fotos zu machen. Da hinten ist es, da geht es mal weiter. Das ist schon krass, Männer, dass man sich das mal so anschaut, was passiert, wenn eine Location im Endeffekt, sage ich jetzt mal, ganz bekannt wird. Guckt euch das an, ey. Das Ding ist komplett runter. Und was bist denn du? Also, und die Geschichte von dem Haus hier war ja, dass der Besitzer des Hauses seine Frau quasi in der Kirche im Ort hingerichtet hat. Ja, und jetzt sind wir quasi hier an dem Ort, wo das Ganze passiert ist. Küche. Küche. Alter Schwede, ist das Ding durch. Guckt euch das an. Wahnsinn. Genau, hier kommen wir wieder raus. Ja, jedenfalls hat der mehrere Kinder gehabt, wie es aussieht. Hier geht es wieder in die Küche. Hier waren wir jetzt gerade. Das ist schon ein Riesenkomplex. Und ich glaube von der Story her zu wissen, dass es ein Pfarrer oder ähnliches war, der dann letztendlich durchgedreht ist und seine Frau in der Kirche hingerichtet hat. Schon krass, guckt euch das an, wie runtergerockt das Teil ist. Das hat mal nicht so ausgesehen, aber zumindest das Video, was ich gesehen habe, hat es hier nicht so ausgesehen. Wahnsinn. Das Ding ist schon die reinste Müllhalde. Heftig. Ich finde euch, ihr Penner. Ich ficke euch alle. Jawohl, die waren ganz schön aktiv, die Jungs hier. Hier geht es jetzt ins Nebengebäude. Oh! Ah, geil, oder? Er hat uns angekündigt. Hier geht es ins Nebengebäude, genau. Genau, hier ist das gewesen, wo die ganzen CDs und so drin waren. Haben sie aber auch alles besprüht, wie ihr sehen könnt. Seht ihr es? War ein Künstler am Berg. Genau hier war das. Hier ist das Zimmer. Hier ist das Zimmer, das sich einer hergerichtet hat. Und im Endeffekt, sage ich mal,
ja, so einen Anschein geweckt hat, als wäre jemand hier oder würde hier jemand wohnen. Und hier drüben ist auch nochmal so ein Zimmer. Genau, krass. Und hier ist der, seht ihr ja, der ehemalige Eingang gewesen. Und hier sind die ganzen Sachen, die damals einer eingerichtet hat. Krass. Heftig. Wahnsinn. Schon irgendwie komplett gruselig, ne? Ja, ja. Das hier ist ein Klo oder so. Ja. Das hier ist der ehemalige Eingang. Guckt euch das an. Und hier ist eine Tischtennisplatte und ähnliches. Hier ist ein alter Schrank. Schon krass. Und hier geht es jetzt dann runter. Hier geht es zum Runde und hier geht's hoch. Da geht es jetzt hoch, nachdem der gerade einen Herzinfarkt bekommen hat, weil er noch auf dem Balkon steht. Alter, das hört ja gar nicht mehr auf. Was? Ja, das ist so riesig, das hört gar nicht mehr auf. Wir sind auch nochmal los. Hier sind noch Privatsachen. Nochmal Klos. Hier sind lauter VHS-Kassetten. Sendung mit der Maus. Guckt euch das an. Das Meer an VHS-Kassetten. Das hier scheint auch so ein Aufenthaltsraum gewesen zu sein. Da haben sie ja die Tür kaputt gemacht. Aber hier auch wieder. Lauter VHS-Kassetten. Hier auch wieder aufgereiht. Krasser Scheiß. Hier. Schon krass. Hier waren jetzt gerade private Fotos, wo man gesehen hat, dass der Besitzer des Hauses in Pfarrerkutte war. Hier auch wieder ein Raum mit allen möglichen persönlichen Gegenständen. Auf jeden Fall hat er ein Faible für VHS-Kassetten gehabt. Also ohne Scheiß. Also ohne Witz. Krass. Da liegen ziemlich viele Dokumente rum. Hier ist auch nochmal Raum mit ziemlich vielen Dokumenten. Also das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich kenne wie gesagt die Location jetzt halt nur von YouTube, als ich das halt gesagter oder besagter YouTuber hier war. Daher kenne ich die Location und die ist mir gleich ins Auge gesprungen, als wir da waren. Aber dass die jetzt so runter ist, hier haben wir Bücher und hier ist die Straße. Hier ist direkt die Straße, unser Auto steht da oben. Persönliche Dias und. Oh, ein kaputter Fuß. Ah ja. Krass. Jetzt sind wir oben. Im letzten Gebäude oder im letzten Gebäudeteil. Wahnsinn.
Also wie abgerockt das ist, das ist. Da ist ja kein Stein mehr heil hier drin, Alter. Hey. Da hat aber einer ein Extrem-Fable gehabt für Miley Cyrus. Okay. Pferde und Miley Cyrus. Friends forever. Alte Brotschneidemaschine steht da noch drin. Hier sind auch wieder DVDs. Wahnsinn. Hier hinten auch wieder. Scheint auch ein Kinderzimmer gewesen zu sein, genauso wie das hier. Also das deckt sich mit der Aussage von PJ Adventure. Und der hat ja, wie schon erwähnt, eben gemeint, dass demjenigen, den das hier gehört hat, seine Frau in der Kirche hier im Ort in den Kopf geschossen hat. Das macht das Ganze schon ein bisschen spooky, wenn man sich darüber nachdenkt, dass man jetzt in dem Haus hier rumläuft. Ja. Schützt die Umwelt. Jawohl. Also von Mr. Bean habe ich glaube ich jetzt alles sammeln können. Ja, aber. Auf jeden Fall seht ihr jetzt mal das Gebäude von außen. Ja. Das dürfte jedem bekannt sein. Ja. Ja, ist richtig, weil unten war ja der Haupteingang, diese komische Bude. Ja, wie gesagt, diese Location sollte jeder mittlerweile kennen. Jeder, der sich mit ein bisschen Lost Place beschäftigt und letztendlich andere YouTuber anschaut, wird diese Location mit Sicherheit schon mal gesehen haben. Da würde ich sagen, wir sehen uns. Bis später.